Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Schön, dass ihr hier seid. Wir spielen eine Partie Schnellschach. Am Brett das bekannte Mora-Gambit. Und ja, ich versuche euch hier möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erklären, wie ihr wisst. Und gebe mir richtig Mühe, das gut zu machen, euch möglichst viele Regeln zu erklären. Und ja, hier spiele ich auf C3 den Zug, den ich jetzt erwarte. Was anderes wäre schlecht. Auf Dame schlägt D4, kommt Springer C6. Das machen übrigens viele Anfänger. Die spielen hier D4 und schlagen dann mit der Dame. Das ist nicht gut, weil dann spielen Springer C6 und die Dame muss wieder ziehen. Man hat eine Figur mit Tempo entwickelt und auf einmal ist man statt schwarz-weiß, weil man Tempo vorne ist. Hier kommt also C3 und in dieser Stellung kann man das gut annehmen. Was ich euch nicht empfehlen würde, ich habe es mal probiert, das ist aber nicht so gut, ist auf C3 vorbeizuziehen, sondern ich spiele hier Springer F6. Und was wir haben, ist jetzt ein Übergang ins Alapin. Falls jetzt der Bauer nach E5 zieht, also dann kommt Springer D5 und wir haben die Stellung aus Alapin mit E4, C5, C3, Springer F6, E5, Springer D5, und D4, Bauer schlägt D4. Also ihr seht hoffentlich gleich, dass es so kommt. Ja, genau. Und deswegen, also, dann spielt man sozusagen die Variante gegen Alapin, in der kenne ich mich ganz gut aus, weil ich ja selbst Alapin spiele. Und das ist eigentlich so eine der Hauptvarianten dagegen. Die Stellung sollte ganz langfristig ausgeglichen sein, wobei ich trotzdem lieber Weiß hätte, weil Weiß ein schönes Zentrum kriegt, aber man kriegt mit Schwarz das Feld D5, falls jetzt der Zug E5 kommt. Was gibt es hier für Alternativen? Wenn man wirklich so gar nicht in die Alapin-Stellung will, könnte man versuchen, Läufer D3 zu spielen. Das ist aber ein Zug, den spielt man nicht so gerne im Mora-Gambit, weil der Läufer will nach C4. Auch andere Züge wie Dame C2 sind keine Mora-Züge, die Dame will nach E2. Genau, er spielt E5, wir spielen Springer D5 und jetzt sind wir im Alapin. Bauer schlägt Springer C6, eine ganz, ganz klassische Stellung. Läufer C4. Hier könnte man Springer B6 spielen, ich spiele aber lieber E6. Das Schlagen ist nicht so gut, der Doppelbauer ist nicht schlimm, den lösen wir wieder mit D6 auf. Das Läuferpaar ist wichtiger. F3 und D6, das ist eine Variante, die kann man auf jeden Fall probieren. Jetzt hat Weiß einen Isolani. Das ist aber eine Stellung, die würde ich auch so mit Weiß spielen, die ist nicht schlecht. Jetzt nach Läufer G5, das ist ein atypischer Zug. Frage ich mich, ob ich Dame B6 spiele oder Dame A5 Schach. Sieht beides verlockend aus. Dame A5 Schach, also auf Dame D2 tausche ich total gern Damen. Ich habe die bessere Bauernstruktur. Mein Gegner Isolani, das nehme ich sofort. Aber auf Dame A5, Läufer geht wieder zurück nach D2. Dann kann ich wahrscheinlich immer noch nach B6. Die Frage ist, wo steht der Läufer schlechter? Auf D2 oder auf... Na, ich spiel Dame A5 Schach. Springer D2 kann er spielen, aber der Springer ist ein bisschen passiv. Läufer D2 und Dame B6. Weil jetzt die Idee ist, dass dieser hier jetzt auch hängt. Und der hier. Und auf Läufer G5 hätte die Dame noch den Bauern D4 gedeckt. Okay, spielt B3, gibt diesen Bauern her. Ich muss kurz überlegen, ob das Sinn macht, den zu nehmen. Ja, glaube schon. Ich kann zwar jetzt tauschen und Läufer B5 Schach spielen, aber dann ziehe ich dazwischen. Auch funktioniert hier sowas wie Läufer E3 Schach, Läufer E3 nicht. Erstens hängt der, okay. Aber ich kann auch einfach den hier nehmen. Also erst ich kann ihn nehmen oder ich spiele Springer schlägt F3 mit Schach. Frage ist, wie rum mache ich's? Nehme ich zuerst hier, Bauer schlägt, dann nehme ich den mit Schach. Ja, ich gebe ihm zuerst diesen. Hier übrigens lustige Taktik auf Springer schlägt, na D4, dann könnte ich auch direkt die Dame nehmen. Ich wollte sagen, dann schlage ich Dame schlägt und gebe die Gabel auf C2, aber F schlägt E3, jetzt tausche ich weiter und ich habe einfach einen Bauer mehr, weshalb ich glaube, dass ich hier gut stehe. Schwäche ist tendenziell dieser Bauer E3. Ich hätte Lust auf den Zug Läufer B4 Schach.
Dann muss der Springer dazwischen, wenn er sich die Rochade nicht verderben will. Und dann Dame A5. Das sieht gut aus, weil dann muss er irgendwie Turm D1 spielen und ich roch hier. Ich mache das mal direkt, obwohl ich noch nicht fertig entwickelt bin, sowas zu machen. Ist natürlich ein bisschen ein Risiko, aber hier habe ich jetzt Druck auf den Springer und das Problem ist, ich verhindere die Rochade. Und jetzt auf Dame E2 rochiere ich selbst und Weiß kann immer noch nicht rochieren, weil wenn Weiß rochiert, hängt der Springer. Ich könnte jetzt auch jederzeit den Springer abtauschen, dann den Damentausch induzieren und mit einem Bauern mehr dieses Endspiel hier wahrscheinlich gewinnen, weil der gegnerische Bauer auch noch schwach ist. Jetzt kommt aber A4. Er will den Turm beweglich machen, weil wenn er jetzt den Turm direkt gezogen hätte, wäre der A2-Bauer weg. Und hier in der Stellung kann man auch wieder einen sinnvollen Zug spielen, nämlich Turm D8. Wieder eine Figur ins Spiel bringen mit Tempo. Jetzt muss er den Springer irgendwie decken. Und jetzt ist es wirklich eine Überlegung wert, gleich alles zu tauschen. Aber noch bin ich nicht dazu gezwungen. Ich denke mal, jetzt gibt es nur Turm D1 oder Turm A2. Sieht beides nicht so toll aus. Ich glaube, ich spiele ganz, ganz ruhiges Schach. Und auf Turm D1 einfach B6, weil mein Gegner kann nichts tun, der kommt nicht raus aus der Nummer. Wenn der König wegzieht, hängt der Springer. Er muss versuchen, irgendwie was dazwischen zu stellen, aber auch gefährlich. Und hier mit einem Bauer mehr sieht die Stellung gewonnen aus, aber ich, nach dem, was die letzten Spiele hier auf diesem Kanal passiert ist, also werde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es sicher gewonnen ist, aber die Engine wird das sagen. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, der Gegner hat so 2-1 und ich würde sagen, das sind so, also bis jetzt auch relativ typische Fehler, die Weiß gemacht hat. Also, dass Weiß schlechter steht, kann man nicht leugnen. Also ich denke mal, es war auch und ist auch ein totaler Angriffsspieler, weshalb er das Mora-Gambit spielt. Und deshalb gefällt es ihm wohl nicht, dass ich jetzt hier eine Angriffsstellung spiele, diese Struktur hier, da beißt sich Weiß manchmal die Zähne aus. Ich persönlich stelle den Läufer langfristig lieber auf diese Diagonale mit Weiß. Also ich spiele die Stellung gerne mit Weiß als Alapin, um dann doch noch Königsangriff zu kriegen. Also ich mag es eigentlich, das hier mit Weiß zu spielen. Jetzt hat er hier diesen Isolani, aber hat ein bisschen falsche Pläne gespielt und B3, kam viel zu schnell und das ist ziemlich ungenau, weil also ich glaube, hier sollte man vielleicht doch Läufer C3 probieren. Und wenn ich dann tauschen sollte, könnte man vielleicht die Struktur auch verbessern mit Bauer schlägt oder Springer schlägt. Oder man spielt hier direkt Springer C3 und entwickelt sich einfach ganz schnell und opfert doch einen Bauern. Aber dafür hat man Entwicklung, weil nach B3 verliert er auch den Bauern, aber entwickelt gar nichts. Also er ist noch am Zug, deswegen rede ich hier so viel. Und Läufer E3, ich denke, wir analysieren das gleich natürlich im Detail, aber also jetzt das, was ich jetzt schon analysiert habe, ist schon mal vorweggenommen, aber auf Springer schlägt, Dame schlägt, Läufer B5. Schach versaute mir wenigstens die Rochade. Ich glaube immer noch, dass ich hier dann gut stehe, aber vielleicht findet die Engine was für Weiß. So. Aber dann wird es ziemlich schwierig. Schach, also er hat viel sehr schnell gespielt und überlegt auf einmal sehr viel. Wahrscheinlich ist es schon zu spät, aber wie kommt er hier raus? Also diese Fesselung ist super eklig und das ist auch ein häufiges Motiv. Ich bin dreimal drauf und die Drohung ist, weg zum Beispiel mit dem Turm. Und ja, dann spiele ich zum Beispiel B6. Die Idee davon ist einfach nur, den Läufer schnell hinzukriegen. Also wenn wir B6, B7 hätten und der Turm auf D1 stünde, könnten wir schon opfern. Der Turm schlägt und wahrscheinlich Turm D1. Okay, er kann auch die Läufer dazwischen setzen, aber dieses Motiv, da habe ich ja mein eigenes Video zu gemacht, zum Thema Fesselung. Also ja, es gibt eine Playlist, die heißt Wichtige Motive. Da bin ich, also ich habe jetzt auch alle Playlists schön auf meiner Startseite oder die wichtigsten aufgereiht. Und ihr findet das auch unter dem Reiter Playlists. Und in der Playlist Wichtige Motive habe ich Videos gemacht zum Thema Fesselung, wo ich ja beschrieben habe, warum man meistens mit der höherwertigen Figur nimmt, damit die Fesselung aber weiterhin bestehen bleibt. Ja, und hier, glaube ich, ist das so ein Fall. Ja. Okay. Und der hat noch diese Schwäche, also
die Idee ist halt immer, der Gegner kann Läufer D3 spielen, aber da muss er auch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, weil angenommen, es stünde schon B6 und dann kommt Läufer D3, dann tausche ich, die Dame schlägt, König schlägt und Läufer A6 Ende. Seht ihr, weil der Turm und der, ups, das, und natürlich seht ihr nichts mit bei diesen komischen Pfeilen, aber stell dir vor, ich tausche die beiden, Dame und Läufer, gegen Dame und Springer, der König steht auf D2 und ich spiele B6. Der Läufer steht auf D3 und dann A6, Läufer A6 und dann bin ich doppelt auf dem Läufer drauf mit Läufer und Turm und er kann den nicht mehr decken, also auch sehr schwierige Stellung. Okay, er überlegt total viel, ich kann es verstehen, also hier hätte man gerne eine Ausrede, aber wir können mal mit überlegen, weil das sollte man auch tun, wenn wir jetzt hier in der Stellung am Zug wären. Wenn wir jetzt hier eine echte Partie spielen würden, der Gegner im Zug ist, müssten wir auch fieberhaft alles durchrechnen, damit wir am besten, wenn er den Zug spielt, schon die Antwort haben, weil dann können wir weiter auch seine Zeitnot weiter noch schlimmer machen, weil wir direkt spielen. Weil zum Beispiel hier, Turm D1, ist ja eigentlich der logische Zug. B6. Und wir sind dreimal mit Läufer, Springer, Läufer, Dame, Turm, dreimal auf dem Springer, der ist aber dreimal gedeckt. Und er kriegt diesen Turm nicht mehr drauf. Der Läufer kann nicht, der ist nicht weißfeldrig, der kann den schwarzfeldrigen Springer nicht decken. Und dieser Turm, der kommt da nicht hin. Okay, er spielt diesen Zug. Der Turm kommt nicht hin. Und einzige Option, die bleibt, ist im Prinzip diesen Läufer dazwischen zu stellen. Also ich glaube, hier ist Läufer D3 wohl auch der beste Zug, nachdem man auch mal droht zu rochieren. Okay, Turm F1. Glaube ich, dass das schwierig ist, aber jetzt müssen wir gut überlegen. Was hat der Gegner vor? Der will wahrscheinlich irgendwie Dame F2, Dame F3 spielen. Und ja, also wir könnten schlagen. Turm schlägt. Und Läufer B7. Dann haben wir kein Risiko. Wir können den Turm jederzeit nehmen. Okay, also ich glaube, ich schlage hier tatsächlich raus. Jetzt muss der Turm nehmen. Und wir spielen Läufer B7. Ganz ruhiges Schach. Wir kriegen die Qualität hier jedes Mal wieder. Also sind kein Risiko eingegangen. Es ist im Prinzip nur ein Tausch. König zieht, genau. Okay, und jetzt müssen wir alles runter. Also wir tauschen. Dame schlägt. Wir tauschen nochmal. König schlägt. Jetzt aktivieren wir den Turm mit Schach. Und spielen anschließend Läufer schlägt B2. Und das ist die Variante, die habe ich kurz gesehen. Und ich dachte mir hier, hier habe ich zwei Bauern mehr. Und jetzt tauschen wir noch Läufer, das ist in Ordnung. Wir gehen zwar ins Turm ins Spiel. Okay, kurz aufpassen, ob man hier wirklich tauschen will. Ich glaube nicht. Wenn wir jetzt tauschen, schlägt der Turm. Dann wird C7 schwach. Also das ist schon eine Gefahr, dass der Turm da reinkommt. Und wir müssen nicht unbedingt, weil wir können das auch nicht decken mit Turm D7, weil dann kommt Grund rein, matt. Und jetzt hier König E7, der Turm ist gedeckt, es droht kein E4, wir tauschen einfach den Läufer raus. Und die Stellung ist, wir haben zwei Bauern mehr, das ist jetzt eine Sache der Technik, das zu verwerten. Schach, Turm schlägt, droht im Prinzip alles gar nichts. Auf Turm C7 kommt Turm D7, deswegen spiele ich hier auch E5. Wir verhindern selbst E5 vom Gegner, gewinnen Raum, können damit F6 spielen. Schach, der Turm geht dazwischen. Alles keine Drohung, weil Türme tauschen ist ja klar zugunsten von Schwarz. Wir müssen hier erstmal jetzt nicht kein Risiko eingehen. Die Grundreihe ist ziemlich sicher. Vielleicht H6, damit jetzt kann nur noch Turm G8 kommen. Dann spielen wir König F6. Ah, okay. Ich spiele doch lieber H5 mit der Idee, Raumgewinn H5 hätte ich direkt spielen sollen, macht jetzt hier keinen großen Unterschied, aber G6, also dieses Endspiel hier ist gewonnen, aber man muss trotzdem noch solide Züge finden. Wir haben zwei Bauern mehr, wollen natürlich langfristig einen Freibauern bilden, das ist klar, aber bevor wir das tun, sollten wir erstmal die Stellung maximal verbessern.
E6. Und ja, F5 muss irgendwann kommen. Frage ist, ob jetzt schon. Aber ja, das macht, glaube ich, Sinn. Wobei, getauscht. 5 wird getauscht. Wir beschlagen mit dem Bauern zurück. Turm H8. Okay, ich spiele erstmal Turm C7. Ich warte nochmal ab. Drohe hier eigentlich mit Schach einen Bauern zu nehmen. Bauern tauschen ist auch gut für uns als Schwarzspieler. Ah, okay, wartet mal. Turm E8, Schach. Wenn wir jetzt Turm König D7 spielen, kann er zwar nehmen, aber dann gewinnen wir diesen Bauern, das ist gut. Dann haben wir nämlich hier am entfernten Flügel auch noch eine Chance, einen Freibauern zu bilden. König D8, Turm F8 spielen wir, König E7. Ich glaube, das hier ist ein guter Zug. Also nicht jedes Schach ist gut. Und das hier verschlechtert eher die weiße Stellung, weil jetzt hängt der Turm. Und wir drohen das hier. Das ist jetzt nur ein Tausch. König zieht, wir schlagen. Wobei, wir haben den König auch abgedrängt. Aber noch schlimmer ist jetzt eben, jetzt sind wir mit dem Turm ziemlich aktiv. Und okay, Turm B6. Die Frage ist, droht A5? Ich sag mal, A5 droht. Deswegen spiele ich Turm B4. Greift nebenbei auch noch zwei Bauern an. Und auf A5 werde ich einfach rausnehmen. Dann ist der Turm wieder gedeckt. Okay. Jetzt nehmen Schach. Ja, das sollte gewonnen sein. Ich bin eigentlich froh, wenn hier mal die Bauern weg sind. Das waren auch tendenziell Schwächen. König zieht. Und ja, Schach. Hier kurz vorsichtig sein. Hierhin. Okay. Schön aktiv bleiben. Ich denke mal, es kommt Turm G6, König G7 und Turm B5. Auf Turm B5 können wir wieder einen Bauern tauschen. Das ist in diesen Endspielen meistens so. Es tauscht sich die ganze Zeit Bauern ab. Jetzt der E5 gegen den H5, aber jeder Tausch ist gut, weil stellt euch vor, also wir haben zwei Bauern mehr. Wir tauschen jeden Bauern ab, dann am Ende haben wir nur zwei mehr Bauern und das ist natürlich total gut. Jetzt ziehe ich vor und laufe einfach nur noch mit dem H-Bauern. Okay, diesen Tempozug hier nehme ich mit. Umhängt. Jetzt gibt es einen Schach. Der König auch noch abgetrieben. Also ganz, ganz solide spielen. Wir haben gar keinen Grund in. Oh, das wäre ein Einsteller. Boah, das würde jetzt zu meinen letzten Partien passen. Jetzt hier nach Turm E6 auch noch den Turm einzustellen. Okay, aber wir können einfach laufen. Das ist wahrscheinlich solider. H4, der König ist abgeschnitten. Und das ist aussichtslos. Aber ich glaube, ihr habt das verstanden, was ich meinte mit diesem Prinzip hier. Einfach Bauern zu tauschen, wenn wir zwei mehr haben. Bei einem muss man aufpassen, weil wenn man in einem Turm mit einem Bauern mehr landet, dann muss man eine gute Stellung haben. Also entweder eine, in der man Philidor-Stellung erreicht, Philidor-Seremie, in der man die Luzener-Stellung erreicht, also Brückenbau, oder eine Stellung, in der wir den gegnerischen König abschneiden können. Turm H5, okay. Eigentlich möchte ich den Turm hier nicht wegziehen, weil der macht gerade einen guten Job, der schneidet den gegnerischen König ab. Turm D8, schöner Zug. Der Turm ist weg. Wir spielen den nächsten König G6. Der ist gefangen. Wie gesagt, das sage ich hier oft auf dem Kanal, aber das ist mir auch sehr wichtig, dass ihr halt so, okay, der ist nicht weg, sorry, aber das ist trotzdem nicht gut. Mir ist wichtig, dass ihr so ein gutes Gefühl zu den Figuren kriegt. Der Turm ist wirklich kein guter Nahkämpfer und jetzt hier wäre auch die Drohung gewesen, dass er weg ist. Jetzt auf diesen Zug muss er schon wieder komisch auf der sechsten Reihe ziehen und wir kommen wieder vor mit den Bauern. Der gegnerische König ist total abgeschnitten. Also es ist nicht leicht, also nicht trivial, diese Stellung hier zu gewinnen, aber es ist gut, wenn man hier eine feine Technik hat. Jetzt müssen wir aufpassen. Turm A5, er droht einen Schach mit Bauern gewinnen. Also ziehen wir König G6. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen Schach. Da muss man aufpassen, weil ich glaube, nach F6 kommt E5. Deswegen ziehen wir lieber mal den König. Und auf das nächste Schach gehen wir wieder hoch. Und sind bereit, hier
einen Bauern wieder zu tauschen, also Schach geschlagen, der unten ist weg und dann haben wir wirklich die zwei Bauern mehr. Also wir könnten auch den spielen, ich glaube, der gewinnt auch, aber gar kein Risiko. Okay, wir können den König noch ein Stückchen weiter abtreiben, das schadet nie. Und laufen. H3, ich weiß nicht, ob H oder G-Bauer besser ist, aber es macht keinen Unterschied mehr. Und ja, der gegnerische König ist abgeschnitten, das ist wirklich ein Riesenproblem. Und jetzt läuft er einfach durch. Okay, war ein gutes Spiel, würde ich sagen. Haben den Bauern gewonnen und gut durchgebracht. Gegner hatte so 2-1. Wahrscheinlich spielt er auch ab und zu, oder einige von euch werden wahrscheinlich ab und zu mal gegen solche starken Gegner spielen. Zum Beispiel auf einem Turnier, oder vielleicht seid ihr ja auch so knapp unter 2000. Ich denke mal, die meisten hier sind deutlich drunter, die das schauen. Aber wie gesagt, das, was ich mache, ist ganz, ganz breit gefächert. Letztens habe ich wieder einen 2-1er getroffen, der gesagt hat, er findet super, findet diese Videos, die jeden zweiten Tag kommen, wo ich irgendwie so Sachen aus Büchern erkläre oder so, total gut, und der ersetzt sein Training teilweise. Freut mich immer, sowas zu hören. Ist ja klar. Das ist echt eine schöne Sache. Ich schalte mal hier um. Jetzt analysieren wir nochmal kurz die Partie, wobei ich einiges schon vorweggenommen habe und das jetzt nicht zu lang gezogen wird. Bitte denkt nur dran, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und ja, diese Eröffnung hier, also ist jetzt mal sozusagen, wie man gegen das Mora-Gambit spielt. Eine total gute Erklärung, denke ich. Man kann, also Mora-Gambit, hier, D4, C5, D4, C schlägt D5, C3, das ist ja das Mora-Gambit. Und hier kann man es annehmen. Also ihr seht hier in der Master-Datenbank, ich gehe mal kurz auf die Leeches-Spieler-Datenbank, okay, da ist alles relativ ausgeglichen. Schauen wir nochmal auf die Masters-Datenbank. Das Tauschen ist mit Abstand der häufigste Zug. Und Springer auf 6 der zweithäufigste. Und das ist schon eine coole Sache, weil jetzt landen wir halt in einer Stellung, in der Weiß jetzt nicht unbedingt immer diesen fetten Angriff hat. Und ja, die Stellung ist relativ ausgeglichen. Die 6, das sind Varianten, die gibt es genau so. Hier schlagen muss man nicht unbedingt machen. Also ich würde mit Weiß das auf keinen Fall tun. Ihr seht auch, das ist relativ selten unter Profis. Aber man kann das spielen. Also ihr seht, die Engine findet es nicht schlecht. Läufer G5, das schon. Schach war in Ordnung. Besser wäre aber direkt Dame B6 gewesen. Aber das ist wahrscheinlich so ein kleiner Unterschied, dass ich jetzt da nicht tief drauf eingehen werde. Hier, genau das, was ich gesagt habe, das freut mich zu sehen, weil das zeigt, dass mein Gefühl da nicht schlecht war. Ich würde auf jeden Fall rochieren, er muss mit Bauernopfer spielen. Anscheinend ist es gar nicht mal so gut, es anzunehmen. Ah, schlagen, Bauer schlägt, Springer C3. Und das ist das, was ich meinte, hier viel besser für Weiß. Er hat rochiert und hat zwar einen Bauer weniger, aber schaut mal her, die Dame droht wahrscheinlich gerade hier mit Springer B5. Erstmal vielleicht Turm B1. Also sagen wir einfach nicht hoch hier. Was kommt dann? Turm B1. Dame hat nur ein Feld. Dame A3 und Springer B5, genau. Ja. Und dann verliere ich sogar eine Figur. Dame oder Läufer. Ja. Deswegen war, also ich hätte ja den Bauern nicht annehmen müssen, aber B3 hilft mir, weil ich jetzt diesen zentralen Bauern gewinne. Zentrale Bauern sind immer mehr wert. Springer E3, FE3, was habe ich übersehen? Springer F5, klar. Viel zu schnell abgetauscht. Zwar abtauschen war auch in Ordnung, danach stehe ich auch ziemlich gut. Aber Springer F5 ist cool. Droht. Und man kann es irgendwie gar nicht mehr so richtig decken. Auf E4 kommt nämlich Läufer B4 Schach und jetzt ist es wirklich brutal, weil auf Springer D2 in diesem Fall habe ich Springer E3. Die Dame muss ziehen und hier droht, da droht. Okay, Springer F5 wäre cool gewesen. Oh, ich habe gerade gesehen, dass der Gegner hat auch gar nicht so schlecht gespielt. 40% Centipawn Loss, 40 Hundertstel Bauern verloren pro Zug, aber ich diesmal nur 27, das ist nicht schlecht. Aber ich meine, es war auch eine Partie, in der mir mein Gegner gut geholfen hat. Springer F3, okay, aber die Engine findet es auch noch ganz gut. Die würde hier aber jetzt Läufer E5. Okay, ich nehme alles zurück, so genau war es nicht. Läufer E5 sollte man sehen. Der Turm hängt ja einfach. Was? Läufer B4. Wahrscheinlich haben es viele von euch gesehen. Großes Entschuldigung. Wahrscheinlich haben auch schon viele von euch kommentiert. Tut mir leid. Springer D2. Dame A5 war die Stellung. Hier ist halt technisch auch gewonnen, aber ist natürlich viel, viel schwieriger, als einfach den Turm zu nehmen. Und okay, B6. Wie hätte man es noch so machen können? Turm D6? Mhm.
Was ist die Idee? Ah, damit D8. Das verstehe ich noch nicht. Mit der Dame rüberschwenken wahrscheinlich. Sagen wir einfach mal hier. A3. Läufer D7, ja, okay, dann auch. Ah, okay, verstehe. Die Idee ist, den Läufer nach C6 zu stellen, aber das kann man davor nicht machen, weil wenn wir hier direkt Läufer D7 spielen, sind wir nicht mehr auf dem Springer drauf. Und der Gegner kann rochieren. Okay, heißt B6 hat irgendein Problem, bin schon gespannt. Aha, okay, jetzt macht alles Sinn. Deswegen will die Engine Turm D6, Läufer D6, Läufer D7 spielen, weil in dieser Stellung kann man rochieren. Und auf das Schlagen anscheinend Dame F3 spielen und man hat ein bisschen Kompensation. Aber okay, die Stellung hier, glaube ich, kann man schon gut spielen. Aber wie deckt man den Punkt? Eigentlich nur mit dem Turm. Turm hier. Und Dame steckt da 8, klar. Okay, das ist eine coole Idee. Einfach rochieren und dann Dame F3. Das heißt B6 hier, also es ist schon auch noch gut, weil man kann ja auf also plus 4 total gewonnen, aber das mit Läufer D7, Läufer C6 macht dann Sinn, weil hier kann man auch nehmen und auf Dame F3 einfach Läufer D7 spielen und hier ist nicht so schlimm, wir haben eine Figur mehr. Und Weiß hat jetzt keinen ersichtlichen, keinen Matt oder so, deswegen stehen wir plus 5, aber muss ja nicht sein. Turm F1 hilft mir dann natürlich, war auch der beste Zug, genau mit Läufer D7, alles abtauschen, die Engine hätte es genauso gemacht, das ist schön zu sehen. Und das Endspiel hier, 2 Bauern mehr. War tatsächlich perfekt gespielt, krass. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass es so genau war. Aber ist ja auch mal wieder schön, oder? Ja, okay. Und das jetzt hier wirklich, also das habe ich auch, wenn das ein gut erklärt, wir hatten auch Zeit. Und ja, das war eine coole Partie. Total mal wieder aufbauend. Schön gegen Moragambit gespielt. Der Gegner hat uns nicht matt gesetzt, sondern wir fast eher ihn. Und ja, er hat ein bisschen langsam gespielt, mit Bauer weniger. Und das war eine gute Partie. Like das Video, abonniert den Kanal, unterstützt mich ein bisschen. Falls ihr Lust auf Training habt, sagt Bescheid.